Ja, so den Zugführer hei. Ich finde die Notbremse da gezogen. Hei, nie der was der Pilot da dämmt. Ich meine, bei dem Boschi da ist ein Brems bei. Oh ja, also dämmt der was der Pilot hat ein Brems bei. Kannst du wahrscheinlich wieder rausklammern und gucken? Und dir? Ja, verstanden, ich klammern raus gucken. Und dir? Richtig, fertig. Ja, ein Zugführer. Ich will gucken, also bei dem Boschi in meinem Kompartiment, da kommt Licht den Dampf raus. Und ihr? Verstanden. In dem Kompartiment, da dem Boschi, kommt Licht den Dampf raus. Na ja, ich komme gucken. Und ihr? Ja, verstanden, du kommst gucken. Und ihr? Richtig. Fertig. Leifriesender, diesen Zug hält für seine betriebliche Ursache. Bleibt, wann ich gehe, auf Ihrer Sitzplatz sitzen. Sobald ich weitere Informationen nun, werde ich mich in einem Kabel schmellen. So, ich merke Sie am Vierer-Sphäre, verstehst du mich? Guten Morgen, um Zentrale RSD. Heute Mechanismus vom 96.0 länger nachts zwischen Nerzing und Kiel und ihr. Moin, verstanden. Die 96.0 länger nachts zwischen Nerzing und Kiel und ihr. Kannst du mir, wenn schläft, Stellweg Esch, der Fahrdienstleiter von Nerzing gehen, wenn schläft? Und ihr? Verstehe. Ich gehe dort Stellweg Esch, der Fahrdienstleiter Nerzing. Und ihr? Richtig. Fertig. Guten Morgen, heißt Fahrdienstleiter Nerzing. Und ihr? Moin, verstanden, den Fahrdienstleiter von Nerzing. Hi, den Mechanismus vom 96.089 zwischen Nerzing und Kiel. Schon ein Problem und enger Brems. Und ihr? Verstanden. Du hältst mal 96.0 länger nachts zwischen Nerzing und Kiel und du hast ein Problem mit enger Brems. Und ihr? Ich gehe mal die Brems da mir genau angucken. Gibst du mir, wenn schläft, Protektion auf meinem Gleis? Und ihr? Verstanden. Dann ist Gleis Nerzing Kiel gesperrt mit Nummer 16. Und ihr? Verstanden, du gibst mir Protektion und Gleis zwischen Nerzing und Kiel mit der Nummer 16. Meine Nummer ist 46 und ihr? Verstanden, Nummer 46 und ihr? Richtig, fertig. Also, da ein Bremsbein, ich probiere mal so scharf zu lösen. Ich glaube, wir haben dann Notbremse und ich gucke dann in den Feuer. Okay, gut. Ja, der Zug für heim. Sie sind nicht losgegangen und der Feuer ist zurückgeblieben. Und ihr? Ja, verstanden. Denn Bremsen sind nicht losgegangen, der Feuer bleibt rot. Ich mache einen Konflikt General Eidel. Du kannst Bremsen isolieren, abhürgen. Und ihr? Verstanden. Du musst Konflikt General Eidel. Ich kann Bremsen isolieren, abhürgen. Und ihr?
Richtig, fertig. Euer Boris, hört mal.
Na ja, wir können mit maximal 120 km/h weiterfahren. Du musst schon auf die letzten Bremse gehen, am Fall von einer Deriv. Und wenn der Zug soll durchschrappen, dann musst du eben die Handbremse beitreten. Na gut, dann nicht nur handeln. Ich denke, dann schicke ich dein PMM, wann das für weiterzufahren, ne? Na ja, ich winke da, wenn ich so weit bremse. Hm? Okay. Guten Morgen um Zentral RST. Hier haben den Mechanismus vom 96089 zwischen Nerzing und Kehl und dir. Morgen, verstanden. Der 96089 zwischen Nerzing und Kehl und dir. Kannst du mir, wann ich lief, den Fahrdienstleiter Nerzing um Stellweg Esch gehen und dir? Verstanden. Ich gehe den Fahrdienstleiter Nerzing um Stellweg Esch und dir. Richtig, fertig. Fahrdienstleiter Nerzing und dir. Moin, verstanden. Du, den Fahrdienstleiter von Nerzing. Hi, aus den Mechanismus vom 96089 zwischen Nerzing und Kehl. Wir können mit maximal 120 km an der Stunde weiterfahren. Weil aber die letzte Fahrtür nicht gebremst ist, als den Pad auf der Hand bremst. Und dir. Verstanden. Der 96089 zwischen Nerzing und Kehl, da kannst du mit maximal 120 km/h weiterfahren. Die letzte Fahrt ist nicht gebremst, an der Part, also ob der Hand bremst. Und dir? Du kannst Gleissperr abheben. Und dir? Verstanden. Ich kann Gleissperr abheben. Gleissperr Nerzing Kehl ist abgehoben mit Nummer 11. Und dir? Verstanden. Gleissperr zwischen Nerzing und Kehl ist abgehoben mit Nummer 11. An ich und Nummer 87 und dir. Verstanden, du bist Nummer 87 und dir. Richtig, fertig.